In Ägypten ist am 15. Februar eine koptische Kirche zur Erinnerung an 21 ermordete Christen eingeweiht worden. Die Terrororganisation Islamischer Staat hatte sie vor 3 Jahren an einem Strand in Libyen vor laufenden Filmkameras geköpft. Die Tat hatte weltweit für Entsetzen gesorgt. Die Kirche steht im Dorf Al-Ur, nahe der Stadt Samalut in Mittelägypten. 13 der Enthaupteten stammten von dort. Das Dorf stellte das Grundstück zur Verfügung, die Finanzierung übernahm größtenteils die ägyptische Regierung. In einem Video des Nachrichtendienstes World Watch Monitor äußern Angehörige, dass sie stolz auf ihre Verwandten sind. Ihr Tod habe den Glauben vieler Kopten gestärkt. Der Vater eines Getöteten sagt, er sei glücklich gewesen, dass sein Sohn kurz vor seiner Ermordung noch das Wort Jesus ausgesprochen habe. In allen staatlichen Gebäuden und Behörden in Bayern sollten Kreuze aufgehängt werden. Das hat der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder auf dem politischen Aschermittwoch seiner Partei in Passau gefordert. Er habe sich sehr darüber geärgert, dass ein Richter es während eines Prozesses gegen einen muslimischen Afghanen im Januar aus dem Gerichtssaal entfernen ließ. Laut Söder grenzt das Kreuz niemanden aus und es ist auch nicht die Anstecknadel eines religiösen Vereins. Vielmehr stehe es für Nächstenliebe und Respekt. Ich möchte, dass wir uns mehr bekennen zu den Symbolen, die uns ausmachen, so der 51-Jährige. Die Gesellschaft in Bayern sei christlich-abendländisch geprägt. Söder gehört der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern an. Menschen sehnen sich nach einem Happy End für ihr Leben und für die Welt. Das sagte der Theologe Rolf Hille im Rahmen der Vortragsreihe Zeitfragen, Streitfragen. Sie wird veranstaltet von der Bekenntnisbewegung Kein anderes Evangelium in Lübbecke bei Minden. Sehen Sie einen Kommentar von Rolf Hille über sein Vortragsthema, was die Bibel über Heilssicherheit sagt. Wir wollen am Ende für unser Leben und für diese Welt ein Happy End haben. Aber wie ist das? Zwischen unserem Tod und der Ewigkeit, da wird das jüngste Gericht Gottes stattfinden. Die einen werden erweckt zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Verdammnis, sagt uns die Bibel. Und diese letzte Scheidung, die Gott vornimmt, ist ungeheuer ernst zu nehmen. Es gibt dann auch noch Bibelworte, die in einen großen Horizont der Universalität des Heils stellen, aber das sind nur indirekte Aussagen, nur indirekte Hoffnungen, die wir haben, wenn Paulus etwas sagt, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.